So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV am Abend. Heute war ja einiges los. Doch zunächst einmal kurz der Risikohinweis und dann fangen wir auch schon an, im Prinzip bei den Rohstoffen. Zunächst zu Silber. Vor den Arbeitsmarktdaten wäre es schön gewesen, hier unten hinzufallen. Denn dann wäre nochmals ein schöner Einstieg gewesen am EMA 200. Und dann sollte eine größere Aufwärtsbewegung kommen. Genauso dann eben wie bei Gold. Zwar ist der Rücksetzer hier ausgeblieben, aber wie im Gold gab es dann gewisse Beimarken, die man dann traden hätte können. Im Gold waren das eben diese Marken. Die standen da im Prinzip weiter zur Disposition. Allerdings war ja ganz klar, dass man hier schwierig reinkam oder wenn man hier ausgesetzt hätte, war aber hier genau den Rücksetzer handelbar, so eingezeichnet auf dieses Tief. Und dann hätte es hier, war ein Ziel, was zwischenzeitlich genau angelaufen worden ist, aber wirklich nur ganz zwischenzeitlich. Und dann zeige ich gleich, wo dann Gold dann wirklich hin ist. Gold ist dann tatsächlich, welche Marke eben auch benannt worden ist, heute früh doch echt exakt, ja, exakt an diese Trendlinie gelaufen und hier jetzt erst einmal leicht abgeprallt. Also das muss man jetzt definitiv wieder als Impulswelle oder sollte man als Impulswelle zählen. Etwaige Rücksetzer wären dann eben Kaufkurse. Hier gab es heute Vormittag eben noch an der Marke 2-3 Abpraller, bevor es dann nach oben ging. Im DAX, zu Brent kommen wir gleich noch, ja, im DAX wurde hier im Video heute Vormittag etwa auf die 10.220 Marke Wert gelegt. Das sieht man, ist der DAX abgeprallt. Zu dem Zeitpunkt, wo es hier stand, konnte man leider eben den Stopp nicht mehr nachziehen. Und dann würde man hier mit kleinerem Verlust ausgestoppt, bevor es dann hier, ja, auf Schlusskursbasis hätte der Anfangsstopp gehalten, aber muss man jetzt nicht, sage ich mal, nachtrauern. So, dann kommen wir zum Brent. Schauen wir mal, wo es eben jetzt steht. Ich habe den, ja, lief jetzt nochmal ran. Ich schaue mal kurz in der Stunde. Ja, hier gab es das erste Test dieser Marke. Die hat also auch wieder mehr oder weniger gewirkt. Ein Rücksetzer und jetzt kann man hier, ich habe jetzt nur das Limit eben mal rausgenommen, das Limit lag ein Stück weiter höher, weil ich gedacht habe, mit den Zahlen kommt noch ein Überschießen. Auch wenn ich jetzt das Limit erstmal rausgenommen habe, weil ich nicht genau gewusst habe, wann ich wieder am Rechner bin, beziehungsweise wo dann halt der Ölpreis hinläuft, ist ja alles hier ein antizyklisches Setup, was natürlich immer sehr spekulativ ist, weil dann ein Stopp, wie man ja hier sieht, habe ich den jetzt erstmal relativ weit gelegt, weil ich nicht weiß, wie weit es hier noch dann trotzdem noch nach oben gehen kann. Sollte es jetzt hier nochmal ein Rücksetzer kommen, also beziehungsweise ein Abpraller, kein Rücksetzer, ein Abpraller an dem Level, dann kann man sich nochmal überlegen, ja, hier unten im Prinzip auf die vorletzte Kerze vielleicht ein Short-Limit zu legen, also eine Stop-Sell-Marke. Oder wenn, wie gesagt, wenn man sich nochmal wagt, ein neues Hoch, und man sieht dann im noch kurzfristigeren Zeitfenster eine Umkehrkerze, dann kann man es auch wagen mit dem Stopp auf das Hoch dann. Also dann kann man hier womöglich ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis rauskriegen. Aber die Gefahr ist natürlich da, dass man auch nochmal kurz ausgestoppt wird, dann muss man halt wieder neu einsteigen. Aber hier ist in dem Moment ja ein neues Hoch passiert. Die Bedingungen wären hier von ja, teilweise erfüllt, aber wie gesagt, hier kann sich das schon noch nach oben ausdehnen.
Aber allerdings hier ist jetzt, wenn sie unter diese Marke oder unter diese Marke rutscht, werden morgen, ich meine jetzt kurz ist 20:30 Uhr, wird jetzt nichts mehr aufgenommen. Aber hier könnte es dann wirklich noch gegen Ende der Woche dann ja, Verkaufssignale jetzt nicht hageln, aber zu einem Verkaufssignal kommen. Schauen wir kurz den Wochenchart an. Okay, da müsste jetzt ja die heutige, nicht die heutige jetzt, natürlich die Wochenkerze, ja hier muss es ja schon, ja die letzten drei Kerzen negiert werden, ne, um dann wirklich eine Umkehrkerze hier zu liefern im Wochenchart. Das ist ja auch ein Wochenwiderstand. Der darf intra in der Woche, sozusagen intraday, ja, intra-week überboten werden, deswegen auch das Short-Limit. Aber auf Wochenbasis, wenn da ja, der Wert unter dem Niveau ist, kann man auch gleich am Montag noch einen Short aufnehmen und einen Stopp auf das Hoch setzen. Also hier sind mehrere Möglichkeiten gegeben, allerdings jede Short-Aktivität ist natürlich mit gewissen oder ja, hier schon mit erhöhtem Risiko behaftet, auch wenn man hier eine große Aufwärtsbewegung findet, die natürlich nach einem Rücksetzer schreit. Es kann hier auch noch kurz die letzten Hochs rausgenommen werden und dann kann es nochmal fallen. Also ich schaue mir das nochmal an und dann gebe ich am Morgen nochmal Bescheid. So, jetzt haben wir sich lang um Trend aufgehalten, dann muss man sich jetzt hier durchackern. Ja, beim DAX gibt es im Moment nichts zu sagen, was Neues. Hier ist es sogar noch deutlicher runtergegangen. US-Dollar, kanadischer Dollar. Hier hat sich jetzt vielleicht eine Umkehrkerze formiert. Ja, kann man echt aufbauen, einen gewissen Rücklauf vielleicht zu spielen. Allerdings halt nicht jetzt um 20:30 Uhr. So, zu den anderen Setups schauen wir, was Twitter gemacht hat. Ja, Twitter will einfach nicht. Der Dow Jones hat heute neues Hoch, Verlaufshoch gemacht, aktuell wieder unter der runden Marke. Aber da gibt es auch im Moment nichts Neues zu sagen, muss oder neues Setup. Die Chinko Solar passt noch. Die Atva scheitert heute schon wieder an dem. Also hier Stopp. Ja, eine Stoppversetzung definitiv sinnvoll. Und Nasdaq, ja, kommt auch nicht vom Fleck heute. Und hier sieht man ja nochmal die Brand. Und jetzt schauen wir noch WTI an. Ja, ist natürlich Dynamik drin, deswegen alles erstmal eher an der Seitenlinie. Mal für wirkliche Trendtrader oder die nicht ganz so aggressiv antizyklisch handeln. Das war's, danke fürs Zuhören und bis morgen.